Die Emotionen gehen steil, denn der Bitcoin-Preis explodiert aufgrund von Fehlmeldungen der SEC. Ihr Twitter-Account wurde gehackt. Elon Musk postet das vermeintliche Passwort. Eine neue Kontroverse in der Welt der Kryptowährungen. Dann wird der ETF approved. Was passiert jetzt mit dem Kryptomarkt? Ich habe euch ja gestern gesagt, dass mein Plan vermutlich ist, keine Gewinne mitzunehmen, was nicht heißt, dass ich nicht davon ausgehe, dass der Preis fällt. Herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ich möchte dieses Video nochmal nutzen, um einmal über ein Gespräch zu reflektieren, das ich gestern mit meinem Mentor hatte, an alle, die nicht Bescheid wissen. Er macht das Asset Management in einem DAX-Konzern, verwaltet Milliarden, ist ein Aktienexperte, auch in Krypto investiert. Und ich habe ihn halt gestern angerufen und nochmal so ein bisschen über die Situation reflektiert und einfach mal nachgefragt, was er macht. Denn eine Sache ist entscheidend, niemand von uns hier hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es geht beim Investieren nicht darum, Recht zu behalten. Die besten Investoren haben ganz oft Unrecht, liegen ganz oft falsch. Dann kostet es sie aber keine Rendite, wenn sie falsch gelegen sind. Daran erkennst du die guten Investoren, dass sie kein Geld verlieren, obwohl sie falsch gelegen sind. Dann in den wenigen Fällen, wo sie richtig liegen, aber richtig viel Geld verdienen. Genau aus diesem Grund versuche ich mir immer schon ein Netzwerk mit konstruktiv, proaktiv denkenden Menschen aufzubauen, die andere Informationen haben wie ich. Denn genau darum geht es bei kollektiver Intelligenz. Das bedeutet, ich blicke durch die Welt, durch meine Brille, die ist auch meine Prägungen, meine Kindheit, meine Glaubenssätze, meine Persönlichkeit geprägt. Andere Menschen haben andere Prägungen, haben andere Informationen, andere Quellen. Mein Mentor zum Beispiel hat ganz viel Insights aus dem institutionellen Asset Management. Und genau aus diesem Grund suche ich den Kontakt und den Austausch mit diesen Menschen, weil ich wahnsinnig viel davon lernen kann. Meine Argumentation gestern war: Ich weiß nicht, was passiert. Ich bin mir relativ sicher, dass der ETF approved wird. Das ist vermutlich die wahrscheinlichere Ausgangssituation. Aber ich kann nicht sagen, ob dann die ganzen Leute hergehen und sagen, okay, buy the rumor, sell the news, dumpen wir Bitcoin mal 10-20%. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt anfängt, dass die Rezession reinkickt, ob es jetzt anfängt, dass die hohen Zinsen langsam die Schäden in der Wirtschaft stehen lassen, ob es jetzt anfängt, dass alle Leute bullish sind. Wenn alle Leute bullish sind, muss es bear. Wie gesagt, ich kann das alles nicht wissen. Genau aus diesem Grund, weil ich hier keinen Informationsvorsprung habe, keine Edge, habe ich einfach gesagt, naja, gut, mein Krypto-Portfolio ist dieses Jahr mega fett im Plus, aber wie groß ist mein Krypto-Portfolio im Vergleich zu meinem gesamten Portfolio? Habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt 50% von meinem Krypto-Portfolio verliere, weil jetzt diese Szenarien, die ich dir gerade erzählt habe, eingetroffen sind, würde mich das stören? Naja, eigentlich würde ich dann sagen, boah, dann habe ich nochmal eine Möglichkeit, richtig Krypto nachzukaufen. Andererseits, wenn du jetzt hergehst und sagst, oh, ich habe jetzt so viel Geld in Krypto drin, wenn ich davon jetzt 50% verliere, dann schlafe ich nicht gut, ich schlafe jetzt vielleicht schon nicht gut, dann verändert sich was in meinem Leben, dann kann ich nicht in Ruhestand gehen, dann kann ich nicht den Traum leben und so weiter, dann macht es vielleicht mega Sinn, Gewinne mitzunehmen. Und vielleicht nehme ich bei ein paar Altcoins ein paar Gewinne mit, aber für mich sind wir, wenn ich das langfristig sehe, und ich sehe das eben nicht auf die nächsten 2-3 Wochen, ich sehe das auf die nächsten 1-2 Jahre. Wenn ich das langfristig betrachte, will ich eher Kryptopositionen ausbauen. Aber die meisten Leute machen immer den Fehler, dass sie sagen, ja, Krypto muss hier langfristig steigen, ja, die werden wieder Geld drucken, ja, die Frage ist, wann? Vielleicht fällt es davor noch 80%, ne? Und wenn du jetzt halt all in Krypto gehst, weil du sagst, die werden ja wieder Geld drucken, und dann fällt es 50-80%, dann werden die Strong Diamond Hands immer zu Weak Hands, die Leute verkaufen im Worst Moment und dann kaufe ich dir vermutlich deine Kryptowährungen ab. Also, Emotionen kontrollierst du dann, wenn du mit immer den Positionsgrößen investiert bist, wo dich der Totalverlust oder die 80% Korrektur, die bei Krypto eben passieren können, nicht tangieren. Jetzt, wo wir das geklärt haben, was macht mein Mentor? Er hat mir gesagt, für ihn ist ganz klar der Moment, Gewinne mitzunehmen.
Er sagt aber auch, und das ist wieder eine wichtige Entscheidung, und da merkst du einfach, wie diese Menschen ticken, die es wirklich drauf haben. Er hat sein Beta-Portfolio, das bespart er jeden Monat. Da ist der Großteil seines Vermögens drin und da kauft er jeden Monat Krypto nach. Das heißt, er kauft gerade Krypto nach, obwohl er Krypto verkauft, weil er im Beta-Portfolio Krypto nachkauft. Aber im Alpha-Portfolio ist er aggressiv in Krypto, paar Altcoins rein und so weiter. Und die sind jetzt so krass im Plus, natürlich auf die Position im Portfolio sehr stark angestiegen. Und dann sagt er, naja, ich nehme jetzt auf jeden Fall mal Gewinne mit, weil es durchaus wahrscheinlich ist, dass wir eben eine fette Korrektur sehen. Zusätzlich kennt er sich halt gut aus und sagt halt, naja, dieses ganze Goldilöckchen-Szenario in der Wirtschaft und jetzt die ganzen Leute, die jetzt mega bullish sind und so weiter, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also, das wollte ich einfach nochmal raushauen, weil es so, so wichtig ist, einmal sich immer mit verschiedenen Leuten zu umgeben, vor allem mit Leuten umgeben, die andere Meinungen haben, die aber nicht in der gleichen Bubble sind wie du. Kollektive Intelligenz funktioniert nur, ich weiß das, weil wir den Collective Intelligence Fund gestartet haben, wo wir genau damit den MSCI World ACWI um jährlich über 10 Punkte um 4 Prozentpunkte jährlich outperformt haben. Deswegen weiß ich, wie das funktioniert. Es geht aber nur, wenn du verschiedene Perspektiven, verschiedene Meinungen, verschiedene Blickwinkel inkorporierst. Wenn du jetzt auf Twitter einfach einen Poll von 50.000 Kryptoinvestoren nimmst, hat das nichts mit kollektiver Intelligenz zu tun. Also sich mit Leuten umgeben, mit Leuten den Austausch suchen, die andere Informationen haben wie du, die andere Argumentationen, andere Betrachtungsweisen haben wie du und dann die ganzen Informationen zusammennehmen, aggregieren und eine Entscheidung treffen. Wie gesagt, für dich könnte jetzt die beste Entscheidung sein, Krypto zu kaufen oder Krypto zu verkaufen, vielleicht sogar beides wie mein Mentor, denn es geht immer nur darum, wie fühlt man sich am Ende, wie kontrolliert man die Emotionen. Das ist auch eine super interessante Diskussion, die ich schon so oft mit meinem Mentor hatte. Gibt man jetzt den Großteil seines Portfolios in ein Beta-Portfolio, wo man sagt, naja, diversifiziert, weniger Rendite, dafür weniger Drawdown, weniger emotional Pain? Oder gibt man einfach alles in Aktien, weil man sagt, langfristig werden die Aktien eh sowieso steigen? Und er sagt halt auch ganz klar, ja, weißt du, bald, er sagt, natürlich steigen die Aktien langfristig und natürlich wird der MSCI World langfristig vermutlich ein diversifiziertes Beta-Portfolio outperformen, aber wie geht's dir bei 30% Kursrückgang? Und dann schmeißen eben doch die meisten Leute das Handtuch hin, denn es bringt dich immer das Auto um, das du nicht kommen hast sehen. Also Krypto, wie geht's weiter? Was ist mein Ausblick? Der Ausblick ist viel Volatilität. Das kann man natürlich auch mit geilen Trades, mit Optionen, kann man genau die Volatilität mitnehmen, oder? Short, Long, will ich jetzt nicht zu tief eingehen, gibt es aber geile Trades, wo du einfach nur mit Optionen in beide Richtungen wettest. Und dann die Rendite machst, wenn eben der Bitcoin-Kurs innerhalb oder außerhalb der Range ist, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das umzusetzen. Da kann man natürlich sowieso auf die Volatilität wetten. Ich glaube, es wird viel Volatilität geben. Ich kann dir aber einfach gerade nicht sagen, ob das jetzt nach oben geht oder nach unten. Deswegen weißt du hier meinen Entscheidungsprozess. Wo ich mir aber relativ sicher bin, ist, dass die Wirtschaft nicht so gut aussieht, wie die Leute das versuchen oder wie die USA das versucht darzustellen und dass die Möglichkeit eines fetten Rücksetzers innerhalb der nächsten Monate besteht, die auf jeden Fall viel Volatilität sehen. Ich aber davon überzeugt bin, und das zeigt die Geschichte, die Währungen müssen ausgeweitet werden, die Währungen müssen gedruckt werden. Ein Dollar heute ist nicht das gleiche wie ein Dollar von vor 100 Jahren. Es ist politisch nicht möglich, eine stabile Währung zu haben wie Goldstandard oder so. Das klappt einfach politisch nicht, weil die Politiker immer den Bürgern Geschenke geben und die Bürger immer schreien, gib mir Geschenke. Ja, Krise, was? Gürtel enger schnallen hier, Helmut Kohl, oder? Wobei es ja auch lustig ist. Um den hätte ja kein einziger Gürtel rumgepasst. Aber wichtig, also es ist ein systemimmanentes Problem, dass die Geldmenge immer ausgeweitet werden muss. Davon profitieren wir Kryptoinvestoren, weil wir das Risiko gehen. Umso mehr Geld gedruckt wird, umso mehr fließt in Risikoassets, die profitieren
davon überproportional stark. Wir werden immer reicher, andere Leute können ihre Miete nicht mehr bezahlen, weil die Leute, die all ihr Geld auf dem Konto haben, die verlieren natürlich am meisten, denn wenn die Geldmenge verdoppelt wird und sie wurde zu Covid verdoppelt, naja, was ist dann das schlechteste Asset, das zu haben, was verdoppelt worden ist, nämlich Geld. Was ist das beste Asset, das zu haben, was nicht verdoppelt worden ist, zum Beispiel Immobilien, Aktien oder eben Kryptowährungen. Und dann hast du mit Kryptowährungen das höchste Risiko und deswegen sind die am meisten gestiegen. Also, long story short, abonniere den Kanal, lass mich in den Kommentaren wissen, kommt der Bitcoin-ETF, bist du long, bist du short, was ist deine Strategie? Das interessiert mich besonders. Ich bin jetzt raus und wir sehen uns beim nächsten Video.